Mit dem 80. Schuss holte Adrian Wagner den Vogel von der Stange und damit ging das Königsschießen in Mellen schneller vorbei als vorher vermutet. Seine Lebensgefährtin Susanne Kubert war zunächst der Schock anzumerken, denn geplant war der Königsschuss vorher nicht. Es war für einen anderen geplant, aber ich habe es dann einfach gewollt. Und ich freue mich jetzt auch. Die Königin hatte nur ein Wort dafür, als der Vogel von der Stange fiel. Ja, Katastrophe. Ja, weil man ins kalte Wasser gesprungen ist und ja, nein, aber es war so und es ist so und jetzt machen wir uns ein richtig schönes Jahr. Auch Präses Tobias Kiene stand bis zum Schluss unter der Stange und hielt drauf, obwohl er nur helfen wollte. Ein ernstzunehmender Gegner war jedoch Adjutant Daniel Schulze-Tertelt, der sich fest vorgenommen hatte, König zu werden. Doch dem Berufssoldaten Adrian Wagner hatte die Leidenschaft unter der Vogelstange gepackt. Er zielte und traf. Eigentlich wollte er erst in 3 Jahren wieder schießen, denn dann wäre es genau 25 Jahre her gewesen, als er schon einmal die Königswürde in Mellen hatte. Jetzt zog er eben schon ein paar Jahre früher mit seinem Hofstaat durch das Dorf. In der Schützenhalle wurde noch bis zum Morgen gefeiert und damit wurde die Schützenfestsaison 2016 in der Stadt Balve offiziell beendet.